Hallo Freunde, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Das ist lange, lange her. Aber auf vielfachen Wunsch zeige ich mal, was aus dem Let's Play Spielstand geworden ist. Ich habe natürlich weitergespielt, ich habe den nicht nochmal zurückgesetzt. Ich habe nicht so viel Zeit investiert, wie ich gewollt hätte, aber naja, es ging weiter und auch einigermaßen erfolgreich. Schauen wir mal, wie es zum Schluss war. Wir hatten ungefähr 21 Millionen an Gesamtwert mit Schiffen und Bar-Credits und hatten eine ziemlich gut ausgestattete Vulture für Raumkämpfe, wenn ich mich da richtig erinnere. Mit dieser Vulture habe ich dann angefangen, Piraten zu jagen. Nach zwei Abenden konnte ich mir einen Lakon Typ 6 dazu kaufen, weil, ja, ich habe ja gezeigt, wie das in Abbaugebieten läuft mit den Piraten. Wenn man da ein bisschen Glück hat, kriegt man die fast gefahrlos zerlegt und auch sehr viele. Hat also ganz gut funktioniert und mit einem Lakon Typ 6 hat man dann wieder jede Menge Möglichkeiten. Wenn einem dann das Geballere aus dem Hals raushängt, dann kann man sich einfach ein bisschen eine Handelsroute suchen. Ich habe in den Elite News vor ein paar Wochen auch eine Handelsroute gezeigt. Dort habe ich tatsächlich dann mit dem Typ 6 gehandelt, bis ich mir einen Lakon Typ 7 leisten konnte. Um den dann auszubauen, da ging mir dann das Handeln ein bisschen auf den Keks, habe ich wieder zurückgelockt auf die Vulture und habe wieder ein paar Abende mit Kämpfen verbracht einfach. Und als dann der Lakon Typ 7 ausgebaut war, dann ist es schier explodiert. Dann hat die Gilde ein wenig unterstützt, hat mir ein paar tolle Handelsrouten gezeigt, aber die kann man auch selbst finden. Entweder man guckt einfach im Internet, viele Leute posten gute Handelsrouten in Foren und ähnliches. Oder aber, ich habe ja in einem Video gezeigt, wie man an Handelstools rankommt und wie man solche Routen selbst finden kann. Dementsprechend kriegt es jeder hin, denke ich, da eine ganz gute Handelsroute zu finden, wo man über 3000 Credits pro Tonne macht. Naja, durch die Hilfe der Gilde auf diesen Handelsrouten, wir sind dann auch eine Weile im Wing geflogen, da gibt es dann eben noch ein bisschen Zusatzkohle, habe ich relativ schnell aus dem Lakon Typ 7 eine Python machen können. Mit der habe ich am Anfang gehandelt. Denn die Python ist einfach meiner Meinung nach besser als der Lakon Typ 6. Man hat zum einen natürlich mehr Frachtraum, zum anderen ist das Schiff schneller und wendiger. Es ist flacher, es kann auf einem mittleren Landepad landen. Und ja, ganz allgemein gesprochen würde ich fast sagen, die Python ist das ultimative Schmuggelschiff. Ich wurde nämlich tatsächlich so gut wie nie gescannt und dann kann man auf Schmuggelsrouten zum Teil über 4000 Credits pro Tonne machen. Und damit war das dann relativ schnell, dass ich mir einfach noch eine Anaconda zusätzlich leisten konnte. Das war tatsächlich nur eine Woche Spielzeit, aber in der Woche habe ich es ganz schön gesuchtet. Im Normalfall dauert das, denke ich, einen Monat. Ja, und da bin ich jetzt kurze Zeit später. Ich habe mir eine Anaconda geholt und die zu einem Handelsschiff gemacht. Über 400 Frachtraum und sehr gute Sprungreichweite. Auf guten Handelsrouten konnte ich da direkt von einer Station zur anderen springen im Prinzip, ohne noch lange Zwischensprünge zu machen. Und das waren extrem schnelle Handelsrouten. Da kann man dann natürlich extrem viel Geld machen. Das geht wahnsinnig schnell. Die Python habe ich dann umgebaut von einem Handelsschiff oder Schmuggelschiff zu einem echten Kampfschiff. Das schauen wir uns gleich noch an. Und ja, bei der Anaconda stecke ich gerade. Bei Patch 1.4 wurde ja einiges mit Interdictions überarbeitet. Die NSCs gehen zum Teil aggressiver vor. Ich habe daher die Anaconda ein bisschen aufgerüstet. Und darüber möchte ich jetzt gerade mal ein bisschen sprechen, wie ich das Handelsschiff ausgerüstet habe. Im Moment ist es kein Handelsschiff mehr, einfach weil mir das Handeln richtig auf den Keks geht und ich mal wieder Mining machen möchte. Deshalb habe ich die Anaconda jetzt zu einem Minenschiff umgebaut, aber die Grundausstattung ist im Prinzip noch die gleiche. So, wir sehen hier drüben, wir haben jede Menge Zeug. Also einen Tötungsbefehlscan auf einem Mining-Schiff oder auf einem Handelsschiff braucht man nicht unbedingt, ganz im Ernst, aber ich habe ihn einfach mal dabei, denn ihr seht, die Anaconda ist relativ gut bewaffnet. Die zwei Abbaulaser waren vorher ebenfalls Lasertürme, und zwar Salvenlaser. Dann haben wir hier Türme mit Mehrfachgeschützen und hier jede Menge Türme mit Salvenlaser. Einfach um die Schilde relativ schnell runterzumachen und trotzdem einigermaßen Energie übrig zu haben, denn es ist eben kein Kampfschiff, ich habe nicht die größten Sachen reingebaut für Energie und ähnliches, einfach um das Gewicht ein bisschen niedriger zu halten für die Sprungreichweite.
Gimbal-Kanone, falls doch mal was vor dem Schiff rumschwirrt, dass man da ein bisschen Löcher in den Rumpf schießen kann. Ansonsten machen das die Mehrfachgeschütztürme ganz gut, dass die auch größere Schiffe relativ schnell zerlegen, besonders wenn dann die Salvenlaser noch helfen. Nur muss man die Salvenlaser hin und wieder ausschalten, denn beim Energiemanagement sieht es im Moment so aus, dass das Schiff sehr schnell überhitzt. Da, wie gesagt, hat ein Kampfschiff andere Möglichkeiten mit besseren Modulen. Ja, aber diese ganze Bewaffnung sorgt dafür, dass die wenigsten NSCs einen überhaupt noch angreifen. Bevor ein NSC ein Interdiction-Manöver startet, scannt er das Zielschiff und auch wenn es ein Handelsschiff ist mit der Art von Bewaffnung, kommen wirklich nur noch wenige Gegner. Seit 1.4 hatte ich, glaube ich, drei Interdictions und ich habe wirklich viel gehandelt mit dem Schiff. Und die drei Sachen, die mich rausgezogen haben, waren fast ausschließlich Federal Dropships und die habe ich sogar zerlegen können. Deshalb auch der Tötungsbefehlsscanner. Falls die dann noch in einem anderen Gebiet irgendwelche Kopfgelder haben, habe ich so nebenbei auch noch die Kopfgelder der Leute erhalten, die mich rausgezogen haben. Also deshalb ist dieses Teil drin. Das bisschen Gewicht und die paar Credits war mir das dann wert. Ihr seht, ich habe da noch lange nicht alles ausgereizt, da ist noch jede Menge Platz. Dann habe ich Düppelwerfer und Kühlkörperwerfer. Die Düppelwerfer sind in sehr vielen Gefechten nützlich, weil nicht mal ja, Gimbal- oder Turret-Waffen können einen noch anvisieren. Das ist ziemlich gut. Die Kühlkörperwerfer zum einen, um hier gegen die Überhitzung entgegenzuwirken, falls es zum Kampf kommt. Zum anderen aber auch, wenn ich auf Schmuggelrouten unterwegs bin, dann schalte ich, wenn ich illegale Fracht habe vor der Station, auf Schleichfahrt, schmeiß die Düppel und wenn es dann auf ungefähr 70% Hitze geht, einmal Kühlkörper. Die Kühlkörper kosten 100 Credits oder so und bei einer Route mit über 4000 Credits Schmuggelware pro Tonne fällt das überhaupt nicht auf. Wenn ihr auf der anderen Seite gescannt werdet, habt ihr mehrere Millionen Strafe bei einem Frachtraum dieser Größe. Dementsprechend ist das ein Einsatz, den ich gerne tätige. Ja, Düppelwerfer helfen auch gegen Scans. Begrenzt, die muss man vorher zünden. Der Scanner verliert euch nicht, einfach nur weil ihr in der Düppelwolke seid. Aber wenn man da rechtzeitig arbeitet, kann man da eine ganze Menge rausholen. Deshalb ist dieses Schiff so schwer bewaffnet. Im Innern, wie gesagt, Kraftwerk D, Schubdüsen D, sehr viele Sachen D einfach für das Gewicht, auch der Energieverteiler, deshalb habe ich zum Teil Hitzeprobleme, wenn ich Dauerfeuer gebe. Aber mir ging es beim Handelsschiff darum, dass ich sehr viel Reichweite habe, auch voll beladen mit 440 Frachtraum, hatte die Anaconda immer noch eine sehr, sehr hohe Sprungreichweite. Das war mir beim Handeln eben wichtig. Jetzt ist das Teil umgebaut zum Mining-Schiff. Raffinerie ist drin, Steuerung ist drin für die Drohnen. Und ansonsten habe ich immer noch die Frachtgestelle. 260 Tonnen maximal ist in Ordnung für ein Minenschiff, würde ich sagen. Da bin ich eine ganze Weile unterwegs. Im Moment habe ich nicht mehr so viel, weil ich jede Menge Drohnen an Bord habe, die ich ja dann gegen Fracht eintausche. Und ja, die Raffinerie hat eine ganze Menge Plätze. Ich glaube, das waren bei dem Modul 7 oder 8 Plätze, ist eine ganze Menge Zeug. Da hält man es eine Weile durch. Schildgenerator auch relativ klein. Das ist der kleinste, der bei der Anaconda möglich ist. Das ist effektiv eine Stoßstange und auch da D für Leichtbauweise. Aber wie gesagt, ich habe mit NSCs fast nie Probleme. Das Einzige, was mich rauszieht, sind Federal Dropships. Die wirklich selten und gegen die gewinne ich mit leichten Schäden. Aber das Kopfgeld, was man von denen bekommt, reicht aus, dass man immer noch Gewinn macht. Ja, so viel mal zum Minenschiff. Ich würde sagen, ich fliege jetzt dann gleich mal Richtung Station, wo die Anaconda, die Python geparkt ist. Der Hauler hier ist ein Schiff für Transfers. Den muss ich demnächst mal wieder abholen. Den benutze ich eigentlich, um schnell von A nach B zu reisen, wenn ich nicht mit der Anaconda unterwegs bin. Meistens, um zwischen der Anaconda und der Python zu pendeln. Aber jetzt bin ich näher an der Python dran mit der Anaconda, deshalb mache ich das so. Und die Sidewinder ist immer noch die erste Sidewinder, die Start-Sidewinder im Startgebiet. Ich glaube, da wird die auch ewig vergammeln und verrosten. Soll sie doch. Gut, wir schauen es dann gleich mal nach der Python noch. Wie gesagt, verdient habe ich mir das Ganze hauptsächlich durch Handeln und durch Piratenabschießen in Abbaugebieten. Jetzt will ich dann demnächst wieder anfangen mit dem Mining, einfach um mal ganz entspannt eine Weile in dem Gürtel zu sitzen und ja, relativ gefahrlos zu arbeiten.
Zu dem Mining habe ich schon mal ein Video gepostet, mit der Spitzhacke zum Erfolg. Da war ich im gleichen Gebiet wie hier. Da gibt es einen sehr tollen Gürtel mit metallischen Sachen. Da gibt es dann aber auch Painit und ähnliches. Ziemlich fantastisch. Hier am Ringplanet. Könnte auch der hier sein. Und ich glaube, es war der. Einer davon. Aber ich baue das nicht ab im Minengebiet selbst, sondern abseits davon in einem hell leuchtenden Ring. Das habe ich aber alles in dem anderen Video erklärt. Wenn ihr einfach auf dem Kanal bei den Videos die Suche benutzt, nach Spitzhacke sucht, findet ihr das Video sofort als ersten Treffer. Okay, so viel jetzt erstmal zu Anaconda und zum aktuellen Spielstand. Kontostand ist bei etwa 10 Millionen, aber insgesamt ist das Konto natürlich ein bisschen mehr wert. Aktueller Besitz 355 Millionen. Das ist in Elitmaßstäben immer noch ein sehr kleiner Fisch. Also ich bin wirklich weit davon entfernt, ein Schwergewicht zu sein, was Geld oder Schiffe angeht. Das ist alles noch Pillepalle. Verglichen mit einigen Leuten aus der Gilde ganz besonders. Wow. Aber man kann innerhalb weniger Wochen und Monate wirklich von diesen 21 Millionen und der Vulture zu sowas kommen. Ich habe wirklich wenig Spielzeit investiert. Gut, jetzt genug Blabla von Anaconda. Schauen wir gleich mal bei der Python vorbei. So, ein kleiner Sprung für euch, eine etwas größere Reise für mich, aber kein Problem. Hier sind wir im Heimathafen der Gilde. Und ja, an Bord der Python. Schauen wir uns die doch gleich mal an. Die ist zum Kämpfen ausgerichtet, aber die ist noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch eine Kleinigkeit. Und wenn ich sage zum Kämpfen ausgerichtet, dann bedeutet das auf die Jagd von Piraten und NSCs. Ich gehe damit nicht ins PvP. Ich bin der Meinung, ein Multiplayer-Online-Spiel ist dazu da, dass Spieler kooperativ spielen und sich nicht gegenseitig übers Knie legen und so lange vermöbeln, bis eins platt. Deshalb gegen NSCs super Sache. Da bin ich bisher mit jedem Schiff vergleichsweise leicht fertig geworden. Und ja, Credits farmen in so einem Abbaugebiet mit Piraten ist absolut fantastisch mit dem Ding. Ganz besonders mit den neuen Abbaugebieten, die ganz besonders gefährlichen ohne Polizeikräfte. Das bedeutet einfach, dass da größere Piraten sind und mehr kommen. Man hat zwar weniger Hilfe, aber oft fallen die Piraten über sich selbst her oder machen sich gegenseitig kaputt. Und da kann man immer noch sehr viel abzwacken. Ansonsten ist das Schiff ausgelegt, um leicht mal eine Stunde in so einem Gebiet zu überleben. Okay, wir haben große Aufhängung, drei Stück, mit jeweils drei Strahlenlasertürmen, einfach um die Schilde sehr schnell kaputt zu machen. Und kleine Schiffe kriegt man auch sehr gut kaputt, ohne dass man da ja, groß Munition verballern muss. Trotzdem haben wir mittlere Aufhängung, auch wieder wie bei der Anaconda, mit Mehrfachgeschütztürmen, weil die einfach die Hülle sehr gut durchschlagen. Die wenigsten Schiffe sind wirklich darauf ausgelegt, mit kinetischem Schaden umzugehen. Die meisten verlassen sich wirklich darauf, dass die Schilde alles abfangen. Und da die NSCs bisher jedenfalls nur mit wenig Schildzellen und ähnlichem arbeiten und die Strahlenlasertürme damit kurzen Prozess machen, ist man anschließend eigentlich ganz gut dabei. Ja, Tötungsbefehlsscanner, ganz klar. Wenn man auf Piratenjagd geht, dann will man so viel Kopfgeld wie möglich rausziehen. Da ist das Ding wichtig. Düppelwerfer in Kämpfen auch gut, um einfach Türme und Gimbaltwaffen der Gegner abzulenken. Auch Raketen und ähnliches kann man damit ganz gut abwehren, einfach Schaden vermindern. Deshalb auch alles in Türmen, damit ich mich wirklich darauf konzentrieren kann, die Schildzellen zu managen, ein bisschen Ausweichmanöver zu fliegen und mit dem Düppelwerfer den Schaden so gering wie möglich zu halten. Ich sag mir, die Offensive passiert bei dem Schiff automatisch. Bei der Defensive muss ich immer noch ein bisschen aufpassen, dass ich die Schildzellen nicht zu spät zünde und dadurch vielleicht die Schilde ausfallen, dann habe ich ganz schön gelitten. Oder aber, dass ich die Schildzellen viel zu früh zünde und die Dinger dann verschwende. Ansonsten hier zwei A-Klasse Schildbooster, einfach um die Schilde von dem Schiff noch ein bisschen zu verstärken. Beim Kraftwerk, ihr seht größtenteils A-Klasse, auch die Energieverteilung, um einfach die Hitze und das Energiemanagement ein bisschen handhaben zu können. Lebenserhaltung D reicht völlig aus. Da hat man 10 Minuten Zeit oder ich glaube sogar 15 Minuten Zeit, wenn das Cockpit mal
ein Loch hat, aber dazu ist es noch nie gekommen. D ist meiner Meinung nach völlig ausreichend. Man könnte Lebenserhaltung auf A machen, dann kann man noch mehr Energie verbrauchen. Man schaltet dann einfach, wenn die Waffen angehen, die in Lebenserhaltung aus, hat dann, ich glaube, 35 Minuten Zeit. Und um die Lebenserhaltung zurückzusetzen, steckt man einfach alle Waffen wieder ein. Dann schaltet sich die Lebenserhaltung ein, das ganze Schiff wird wieder unter Sauerstoff gesetzt. Anschließend kann man die Waffen wieder aktivieren, hat wieder 35 Minuten Zeit. Da hat man also einige Möglichkeiten, noch mit dem Energiemanagement ein bisschen zu spielen. Das habe ich aber schon mal gezeigt und erklärt, damals ziemlich gegen Ende vom Let's Play bei der Vulture, wie man die Prioritäten der Waffen einstellt und auf was man da ein bisschen achten kann. Sensoren D, die reichen auch völlig aus und ich wollte mir ein bisschen Sprungreichweite behalten. 15 ist jetzt nicht so der Kracher, aber für ein Kampfschiff ist das, denke ich, noch in Ordnung und ja, ich komme eigentlich überall an, wo ich hin will. Schildgenerator 6A und ansonsten Schildzellen 6A zweimal und zweimal 5A. Die laufen quasi immer paarweise. 6A und ein 5A laufen zusammen und danach schalte ich die ab und schalte die zu. Das kann ich euch hier drüben auch mal, kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Mache ich, sobald wir uns das Schiff angeguckt haben. Und ansonsten, falls die Schilde doch mal ausfallen, habe ich hier noch Rumpfhüllenverstärkung, einfach um die Panzerung ein bisschen zu erhöhen und gegen Multigeschütze und so weiter ein bisschen mehr Widerstand leisten zu können. Jetzt werden sich einige bestimmt denken, Moment, der hat doch schon alles auf A und ganz gut. Treibstoff kann man nicht besser als C. Was fehlt noch? Ich habe immer noch die leichte Legierung. Ich hätte hier wahnsinnig gerne Militärpanzerung, Militärkomposit. Aber 51 Millionen habe ich gerade nicht. Dass die Sprungreichweite runtergeht, ist schade, aber ist ganz klar. Aber das würde dem Schiff noch mal ein bisschen Zähigkeit geben. Gespiegelte Oberfläche, denke ich, ist Overkill. Und man ist dann halt wirklich ausgeliefert. Wenn tatsächlich jemand kommt mit Kanonen oder Multikanonen, dann fliegen die Kugeln quasi durch. Ja, also Militärkomposit ist das, wo ich noch hin will mit der Python. Und sobald ich die Kohle dafür habe, wäre das denkbar. Wobei in letzter Zeit hat sich ein bisschen was ergeben, wo ich mir sage, die Python wird wahrscheinlich nicht weitergebaut. So schade das ist. Warum? Dazu kommen wir gleich noch. So, wie gesagt, bei den Modulen laufen die Schildzellen immer paarweise. Ein Sechser läuft mit einem Fünfer zusammen. Wenn die dann aufgebraucht sind, dann schalte ich die hier im Menü ab, schalte das andere Paar zu, einfach um ein bisschen Energie zu sparen im Kampf, damit das alles noch läuft. Bei den Prioritäten habe ich da auch ein bisschen was eingestellt hier unten. Die Frachtluke ist zum Beispiel permanent aus. Ich habe keine Frachträume und dementsprechend brauche ich die nicht. Und der Frameshift-Antrieb steht auf relativ hoher Priorität, zusammen mit dem Frameshift-Antrieb-Unterbrecher. Beide kann ich nicht gebrauchen, wenn ich im Kampf bin. Das heißt, die schalten automatisch ab, wenn ich meine Geschütze aktiviere. Und so spare ich die Energie und ich komme wieder in den grünen Bereich und kann alles benutzen. Aber ja, solange die Waffentürme aktiviert sind, kann ich ohnehin nicht in den Supercruise oder in den Hyperantrieb wechseln. Das heißt, dann ist das sowieso nutzlos. Und unterbrechen brauche ich dann auch nichts mehr. Dann bin ich schon im Kampf. Dementsprechend ist das so eingestellt, dass das auf die Art eben läuft. Aber wie gesagt, man könnte noch die Lebenserhaltung ein bisschen modifizieren. Da zum Beispiel auf A gehen. Und dann die Priorität hochsetzen, muss man halt ein bisschen die Luft anhalten, während man kämpft. Aber das ist, wie gesagt, sehr schnell wieder zurückgesetzt. Okay, wie geht's weiter mit dem Account? Mit Horizons oder mit Schiffe Update 1.5 will ich die Federal Corvette. Als ich gesehen habe, dass wie das Schiff aussieht und was das kann, habe ich mir gesagt, das wird mein neues Kampfschiff. Das heißt, die Python wird aufgerüstet zur Corvette, so bald wie möglich. Ich bin jetzt gerade dabei, noch ein paar Credits zu erfarmen, um dann Spendenmissionen zu machen in Thun oder in anderen Systemen. Da gibt es inzwischen auch noch ein paar andere Möglichkeiten, aber Thun ist nicht so weit weg. Das würde passen. Das heißt, die Anaconda wird auf Minenmissionen geschickt und vielleicht später auch wieder ein bisschen Handel, je nachdem. Dann werde ich mit der Python nach Thun fliegen, Spendenmissionen machen. Mir werden nur die Spendenmissionen angeboten, weil die Python keinen Frachtraum hat. Und für Beförderung geht es dann um Kampfmissionen und da ist die Python einfach besser geeignet als die Anaconda zum Beispiel.
Ja, das mache ich, um die nötigen Ränge zu erhalten für die Corvette. Da bin ich mal gespannt, wie es dann auf dem Beta-Server aussieht. Ich werde mir die Corvette als erstes angucken, weil ich daran einfach das größte Interesse habe. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass der Beta-Server endlich freigeschalten wird. Ich nehme das hier auf am Freitag, in der Woche, in der der Beta-Server freigeschalten werden sollte. Wenn er heute nicht kommt, dann bin ich wirklich arg enttäuscht. Habe jetzt allerdings noch nicht irgendwie in das Dev-Update reingeguckt, habe auch den Livestream noch nicht angeschaut. Bin mal gespannt, was da noch läuft. Da habe ich mich jetzt also die Woche noch nicht informiert. Daran ist Fallout 4 schuld, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel ist wirklich schlimm. Das lässt einem kaum noch Freizeit übrig. Aber trotz allem, das ist der Plan für die Zukunft. Erstmal einen relativ hohen föderalen Rang erreichen, damit ich mir die Corvette kaufen kann. Die soll teurer sein als die Anaconda, das heißt, das wird nicht so ganz einfach, die dann auszustatten zum Kämpfen, aber das ist das Langzeitziel. Dann habe ich eine Handels- bzw. Mining Anaconda und eine Kampf Corvette. Damit kann man dann wieder einiges reißen. Außerdem wird es nicht sofort klappen. Da hat man dann wieder einiges zum drauf hinspielen. Wenn dann die Hangar-Geschichten kommen, möchte ich in der Corvette, wenn es geht, auch Hangar unterbringen, um einfach da ein bisschen vielseitiger zu sein. Was ich auf jeden Fall noch möchte, ist die Anaconda austauschen. Wenn das Passagier-Update kommt, dann werde ich mir den Beluga-Liner holen. Dafür werde ich dann wahrscheinlich die Handelsanaconda eintauschen, um dann Passagierflüge zu machen. Das wünsche ich mir eigentlich schon seit der Premium-Beta, als das bekannt wurde, dass Passagierflüge geplant sind. Und darauf arbeite ich eigentlich mit der Anaconda hin. Das sind so die Langzeitziele für die ganze Geschichte. Ich freu mich auch schon drauf, wenn wir den Schiffen Namen geben können. Ich habe mir auch schon tolle Namen ausgesucht, sowohl für die Corvette als auch für den Beluga-Liner. Und sobald das möglich ist, erfahrt ihr das natürlich auch. Was mit Horizons allerdings noch dazu kommt, ich werde ein zusätzliches Schiff brauchen, nur für planetare Landungen, um mir die Sache dort anzugucken. Dafür werde ich vermutlich mit einer Asp einsteigen, werde die ein bisschen auf Erkundung machen, mit Scannern ausstatten, um die Oberflächen besser angucken zu können. Will dort dann einen Rover unterbringen und über die Oberflächen rüber hüpfen, will mir das ganze Zeug angucken. Asp einfach, weil die auch noch vielseitig ist. Man kann damit auch im Notfall ein bisschen kämpfen und vielleicht im Wing mit der Gilde dann an Planeten genauer angucken. Zwei Leute im Rover unterwegs, zwei Leute in einem Schiff und ja, Frontier hat es ein bisschen vorgemacht und gezeigt und auch ein bisschen erklärt im Livestream, warum das sinnvoll ist. Außenposten haben zum Teil sehr große Geschütze, die von den Riesenschiffen herkommen. Da sollte man mit Schiffen möglichst nicht in die Nähe fliegen. Ein Rover hat aber die Möglichkeit, sich so schnell zu bewegen, dass die Zielerfassung von den Dingern nicht funktioniert. Außerdem können die sich nicht so weit senken, dass die wirksam gegen einen Rover kämpfen können. Wenn der Rover also nah genug rankommt, ist der da außer Gefahr, kann dann diese Türme ausschalten. Anschließend können die Schiffe wieder Feuerunterstützung aus der Luft geben. Also da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen unterwegs sein, dann mit Horizons. Auch mit der Gilde, wenn es sich irgendwie machen lässt. Da bin ich mir aber sehr sicher, dass irgendjemand wieder ein Gilden-Event macht. Und ja, mit der Asp will ich da erstmal anfangen. Wenn ich dann allerdings einen relativ hohen föderalen Rang habe, kann ich mir gut vorstellen, dass daraus dann sehr schnell ein Dropship wird, Gunship oder ähnliches. Einfach um bei dem Thema planetare Landungen zu bleiben. Das Federal Dropship ist dazu gedacht, planetare Landungen zu machen, Truppen darunter zu bringen. Und ja, ich finde, das hat dann einfach eine gewisse Menge Stil, das dann auch auf die Art zu machen. Werden wir sehen. Aber ja, das sind so die Pläne für die nächste Zukunft. Corvette aufrüsten für Kampfmissionen, dann planetare Landung und sobald dann dieses Passagiergedöns verfügbar wird, die Anaconda eintauschen gegen einen Beluga-Liner. Bin mal gespannt, wie sich das dann alles umsetzen lässt. Da habe ich in nächster Zeit auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun, damit das alles so hinhaut. Und ich werde mal schauen, wie viel ihr sehen wollt. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, an welchen Teilen ihr interessiert wärt, das genauer zu sehen. Und ich persönlich empfinde das als relativ langweilig und ich weiß nicht so wirklich, worüber ich quatschen soll, wenn ich eine Stunde in einem Abbaugebiet rumhüpfe und einfach nur Drohnen hin und her schicke und Laser auf Steine schmeiß. Wenn ihr das aber unbedingt sehen wollt, dann nehme ich das auf. Meine Güte. Muss ich mir halt irgendwas überlegen, was ich dann erzähle in der Zeit. Passiert ja relativ wenig. Wenn ihr aber vielleicht dann sehen wollt, wie ich mit der Python die Rangaufstiegsmission mache,
die selbst sind einigermaßen interessant, einfach weil man da eine Weile unterwegs ist und auch kämpft und so weiter. Aber Rangaufstiege selbst, ich sitze in der Station, log ein, log aus, log ein, log aus, um einfach diese ganzen Spendenmissionen zu machen, dann haue ich mal wieder eine Million Credits auf den Kopf und dann geht's wieder mit log ein, log aus. Viel ist da nicht zu machen. Ich persönlich empfinde das als relativ langweilig und meistens läuft dann auf dem anderen Computer nebenher eine Serie oder ich schneide und rende andere Let's Play-Episoden. Aber ja, wenn ihr da irgendwas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube nicht dran, aber ich habe mich da schon oft geirrt bei Edith. Dann mache ich da noch ein paar Videos dazu. Okay, ich glaube, das wär's. Wenn ihr da noch Fragen habt, Wünsche, Anregungen, ihr wisst, wo die Kommentare hinkommen, lasst uns drüber reden. Dann schauen wir, wie es mit Elite weitergeht. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass der Beta-Server demnächst öffnet, damit ich die versprochenen Videos vom Beta-Server zeigen kann und mir die Schiffe angucken kann. Ihr glaubt nicht, wie es mich kribbelt für die Corvette, dass ich die endlich fliegen darf, damit ich ausrechnen kann, wie teuer die auf dem Live-Server wird. Den Rang wird man wahrscheinlich nicht angezeigt bekommen, das ist schade. Da werden wir noch ein bisschen Geduld haben müssen. Ansonsten werden das, wie gesagt, zwei Videos vom Beta-Server. Im ersten werde ich mir die Corvette angucken und ein bisschen kleinere Schiffe dazu. Im zweiten werde ich mir dann den Imperial Cutter angucken und da auch wieder ein paar kleinere Schiffe dazu. Aber ja, das ist der Plan, sobald der Beta-Server aufmacht. Gut, das wär's für heute dann. Freue mich auf eure Kommentare. Bin sicher, da kommt das eine oder andere. Wahrscheinlich auch über die Ausstattung der Schiffe, was ich für ein Noob bin. Aber damit muss ich leben. Gut, wir sehen uns im nächsten Video dann. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.